Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkusser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute werden wir das ganze Gebäudekonstrukt ausrichten. Heißt, wir werden das hier an die Straße ziehen, beziehungsweise den Gehweg. Dann werden wir hier oben die Platten ausrichten und das Gebäude eventuell auch heute verlängern. Aber zuallererst müssen wir uns um die Mitarbeiter kümmern, weil in der letzten Folge so ein kleiner Fauxpas passiert ist bezüglich dieses Gebäudes. Ich hatte da irgendwie zweimal Restaurants platziert, warum auch immer. Und jetzt ist es auf jeden Fall ein Personalgebäude. Es ist immer noch ein Personalgebäude. Heißt, die Mitarbeiter können sich jetzt ausruhen. Die haben sich teilweise zu Tode geschuftet. Und mir fiel noch was ein. Wir hatten ja mal in einer Folge aus Versehen auf eine Attraktion geklickt und die dann instand gesetzt bzw. irgendwie general überholt. Und vielleicht sollten wir uns heute damit auch mal beschäftigen, weil wir haben dann hinten ein technisches Problem. Heißt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, der Reiter war das. Okay, wir haben hier eine Verschleißanzeige, die siehst du jetzt nicht, weil mein Bild davor ist. Aber die Verschleißanzeige ist zum Beispiel hier grün. Was haben wir denn da? Bei den Teacups. Bei den Teacups ist Verschleißanzeige auch noch grün. Okay. Beim Raising Raptor ist die Verschleißanzeige. Okay, du siehst es. Ne, du siehst auf jeden Fall das Schraubenschlüssel-Symbol. Und dahinter ist halt so ein Balken und der ist halt, nimmt immer mehr ab. Heißt, wir müssten theoretisch hier einmal eine Inspektion, ne, Überholung anfordern. Für 1870. Was hat das Ding denn eingespielt aktuell? Profit insgesamt, okay. 6.900. Ich glaube, dann können wir ihm mal eine Reparatur bzw. Generalüberholung zumuten. Und haben wir hier irgendwas? Nee, da haben wir noch gar nichts. Oh, mir fiel noch gerade ein. Forschung. Wir haben ja ein paar Sachen noch erforscht, ne? Looney Bloons zum Beispiel. Street Fox Coffee und natürlich das legendäre Tiki, 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 Tiki. Okay, Servicegebäude. Was haben wir denn da? Just a Momento. Miss Good, Missy Good, okay, Missy Good nehmen wir. Dann würde ich gerne neue Attraktionen erforschen, hat einen Hintergrund. Da würde ich sagen, Zozo, Rocktopus, nehmen wir Rocktopus. Und weil wir uns leisten können, direkt drei, ne, dann machen wir direkt drei. Und zwar, ja, komm, das Feuerwerk, dann ist es weg. Ne, dann, also Feuerwerk werde ich jetzt nicht platzieren, aber dann ist es da schon mal aus dem Reiter entfernt. So, weiter geht's. Und genau, Generalüberholung würde ich jetzt gerne hier ansetzen. Warum? Inspektion bereits angefordert. Die Wartung des Fahrgeschäfts wurde kein Techniker. Oh, ja, stimmt. Warte. Pause. Also nicht für dich, sondern hier für die Leute. Wir müssen ja Leute einstellen. Wie viele Mitarbeiter haben wir denn noch so? Jetzt bin ich gespannt. Übersicht. Personal. Personalzufriedenheit. Okay, 5. Ein Kehrmeister, einen Techniker. Der ist sehr unzufrieden. Warum ist er sehr unzufrieden? Ruht sich im Personalgebäude aus. Arbeitslast mittel. Sollen wir dem mal eine Fortbildung gönnen? Ich würde sagen, oder? Ne, dann gönnen wir dem jetzt mal einfach eine Fortbildung. Genauso unserem Kehrmeister. Ich weiß jetzt nicht, müssen die eigentlich dann mehr Geld verdienen? Weil normalerweise wollen die immer mehr Geld haben, wenn die eine Fortbildung haben. Soweit ich mich erinnere. Personalgebäude. Ach so, da sind zwei Leute drin. Ah, ich war jetzt am Überlegen. Personalgebäude, wann habe ich das denn eingestellt? Verkäufer. So, Verkäufer kriegt eine Fortbildung von mir. Oh. Okay, Mitarbeiter hat gekündigt, Mitarbeiter hat gekündigt. Heißt, wir brauchen zwei neue Mitarbeiter. Dann kaufen wir mal zwei neue Mitarbeiter ein. Verkäufer, 1 und 2. So. Und dann kann es nämlich jetzt weitergehen. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt für ein Sprung? Okay, ah ja, genau, die kriegen dann auch direkt eine Fortbildung, sofern das geht. Ich meine, es ist immer so ein kleiner Cooldown. Attraktion lenken, Sequenzen? Nee, Sequenzen habe ich ja gar keine. So, Forschung, nein, Forschung nicht, sondern Übersicht, Personal. Gäste, 38% Zufriedenheit. Personal ist schon zufriedener. Das ist schon sehr gut. Und bis 9. Oktober, Jahr 04. Okay, 6 Tage noch, dann können wir die fortbilden. Das ist gut. Und der hat auf jeden Fall schon eine Fortbildung und verdient immer noch dasselbe, aber ist eigentlich glücklich. Er ist glücklich. Brauchen wir noch einen Techniker? Weil ich habe so das Gefühl... Nee, das Chief Beef hat... Okay, ein Raptor. Rising Raptor hat ein Problem. Okay. Können wir dann hier sagen... Pass auf. General überholen. Ne? Er hat jetzt gerade ein technisches Problem, deswegen können wir da direkt sagen, weißt du was, machen wir einen Abwasch, Wischiwaschi, machen wir dann hier einmal. Ne? So.
Hier habe ich mir einen Plan überlegt. Wie verschieben wir das Ganze? Naja, ich würde sagen, wir gehen hin und sagen, wir markieren das einfach so. Sofern das geht, ja. So, dann sage ich hier bestätigen. Und dann ziehen wir das einfach rüber. Nach vorne. So, und richten das hier ran aus. Boah, das war jetzt echt schwer. Also das war jetzt eine Mörderaufgabe. So, das hier kommt weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das kommt auch weg. Dafür kommt jetzt da eine Toilette rein. Und das Personalgebäude. Personalgebäude. Nicht Restaurant. Personalgebäude. So, Personalgebäude setzen wir hier hin. Aber ich würde gerne hier... Gibt es diesen Mitarbeiterweg hier eigentlich? Nee, ne? Nee, es gibt hier keinen Mitarbeiterweg. Mist. Okay, kein Problem. So, das hier müssen wir noch ein bisschen schöner ausrichten, würde ich sagen. Und nach vorne, ne? Weil das sah jetzt ein bisschen blöd aus. So, das heißt, mach mal so. Oha, sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal wieder noch ein Personalgebäude. Jetzt haben wir zwei Personalgebäude. Jetzt hauen wir richtig, ne? Jetzt lassen wir richtig hier raushängen. Pass auf, dann brauchen wir aber noch eine Toilette. Weil die Toilette seit 19 bis 20 Folgen keine Toilette zu haben, ist schon eine Glanzleistung. Und die Büsche sehen noch gut aus. Heißt, wir stellen jetzt erstmal eine Toilette hier hin. Restaurant. Ich komme immer aufs Restaurant. Warum? Nein, ich will Toilettenblock hier haben. So, Toilettenblock. Aha. So, Toilettenblock ist da. Jetzt brauchen wir aber so einen schönen Abschluss. Das heißt, wir gucken mal Ziegelwand, war das, ne? Ziegel. Ja, Ziegel reicht ja eigentlich schon. So, und dann haben wir hier Ziegelwand. Genau, da ist der Durchgang. So sollte das sein. So. Jetzt haben wir das schon mal wieder schön zugemacht hier alles. Sieht picobello aus. Wunderbar. Und die Leute können zum allerersten Mal auf Klo gehen. Warum ist hier Rasen? Ich frage so mal. Oh, dann müssen wir hier eventuell... Kann ich hier... Ich kann hier nicht... Oh, ja, das war anheben, ne? Mhm. Okay. Zurück. Das war anheben. Senken wollte ich selbstverständlich. Größe... Ein bisschen kleiner, ein bisschen, ja. Szenerie sperren aus, Oberflächen sperren aus. Okay, wir können hier nicht setzen. Hm. Okay, ich nehme euch die Toilette mal ganz kurz wieder weg. Dann machen wir hier... Oh, ich sollte das vielleicht ein bisschen sensibler einstellen. Machen wir auf 10%. So. Und jetzt setzen wir nämlich hier eine Toilette rein. Wie gewonnen, so zerronnen. Toilette war da, jetzt ist sie wieder weg. Oh ja, ihr kriegt eine neue, okay. Komm. Sind wir mal nicht so. Ne, jetzt kriegen die auf jeden Fall eine Toilette. Heißt, da ist sie. So, jetzt habt ihr auch eine schöne Toilette ohne Rasen drin. Okay, ist die offen automatisch? Er ist offen automatisch, okay. Personalgebäude... Er verschwindet im Nichts und kommt irgendwann wieder. Hoffentlich. Sind da Leute drin? Einer. Einer ist zurzeit da drin. Dann müssen wir kurz warten. Wer ist denn hier drin? Die Christine. Aha. Treue Seele hier. So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Pass auf, wir haben nämlich hier so ein kleines Problemchen. Schauen wir mal, ob das jetzt behoben ist. Nein, ist nicht behoben. Okay. Jetzt vielleicht? Nein. Hm. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann trennen wir das vom Gebäude und ziehen das da rein. So. Ja. So, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Da ist nichts, da ist nichts. Wir machen mal ganz kurz den Kontrollflug. Hm, hier ist nichts. Da glitscht nichts durch. Genau, hier wollte ich nochmal kurz nachbessern. Heißt, setzen wir dann hier hin.
Das ziehen wir auch rüber. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Lücke habe. So. Achso, warte. Stimmt, genau, das Dach hier muss ich jetzt... Hallo? Seid ihr unterschiedliche Gebäude? Jo, ihr seid unterschiedliche Gebäude. Okay, alles klar, Entschuldigung. Das kann ja keiner wissen. Hä? Warte mal. Also. Das. Trennen wir vom Gebäude und ziehen das ein bisschen rüber. So, ne? Aha. Sieht schon gut aus. So, jetzt haben wir hier eine kleine Ecke. Die guckt da raus, die stört mich gerade. Okay, die einzige Möglichkeit wäre dann... Ne, jetzt haben wir hier eine Lücke. Das ist aber eine Zwickmühle gerade, ey. Ne, immer noch nicht. Da haben wir noch so einen kleinen Strich. Hä? Wieso macht er das? Wieso ist der jetzt so zornig zu mir, das Spiel? Der, vor allem der. Da komme ich direkt rein. Ah gut, könnte eine Fuge sein, ne? Warte mal. Wie haben wir das denn hier gelöst? Eigentlich sauber. Und hier ist auch sauber gelöst. Okay, dann machen wir Folgendes. Weil das Dach hier macht echt Probleme. Weil dann würde ich sagen, das heißt Beton, ne? Ja, okay. Dann setzen wir hier einfach neues Beton doch drauf. So. Dann schauen wir mal, was wir davon trennen müssen. Und dann können wir nämlich hier... Aha. So, hier glitscht zum Beispiel ein bisschen durch. Das heißt, die nehme ich mir jetzt einmal vor. Das würde ich auch sagen. So, dann können wir das nämlich vom Gebäude... Ja, genau, das trennen wir vom Gebäude. Heißt, wir ziehen ein klein bisschen zurück. So. Ein klein bisschen nach rechts. So. Ne, jetzt guckt das hier raus. Ist doch... So, ne? Okay. Dann machen wir das noch ein bisschen anders. Pass auf, das trennen wir auch nochmal vom Gebäude. Und dann können wir das nämlich hier sauber reinziehen. So, das gleiche machen wir jetzt hier auch. Da sagen wir vom Gebäude trennen. Heißt. So. Und. Ja, theoretisch brauche ich nur das, ne? Okay, genau. Das trenne ich jetzt auch vom Gebäude. So. Und et voilà. Haben wir wieder ein schönes, tippitoppel neues Gebäude. Mhm. So, dann wollte ich eigentlich vorher schon eine Sache geändert haben. Das habe ich irgendwie vergessen, weil die ganzen Teile wollte ich eigentlich noch hochgezogen haben. Ist mir vorhin nämlich aufgefallen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Das heißt, kleine Fehlerbehebung. Gucken wir mal. Ich würde gerne so das haben, ne? Ja, sieht besser aus. So, gleich auf der anderen Seite. Das heißt, ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gemacht hatte. Das hatte ich mir echt schon vorgenommen, aber irgendwie, ne? Irgendwie so, ne? So. Und das ziehen wir dann auch mal ein bisschen höher. Ungefähr so. Unten guckt nichts raus. Perfekt. So, hier müssen wir mal ganz kurz gucken. Die Lampen sind perfekt angebracht. Das sieht alles gut aus. Das sieht super aus. Genau, das müssen wir nochmal feinjustieren. Stimmt, genau. Das war noch da zu machen.
Nee. So, ne? Ja. Und gleich auf der anderen Seite. Das heißt, einmal bitte rübergehen. Nee, die andere Seite jetzt bitte. So. Ich bin überzeugt davon. Wir bräuchten theoretisch hier so ein Schild Stuff Only. Singt? Warum? Wieso singen die? Ich wünsche, hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Dieser ganze Müll ist widerlich. Okay. Wir brauchen Kehrmeister. Wie viel Kehr... Ach, Escape. Wie viel Kehrmeister haben wir? Wir haben einen. Warum ist er nicht zufrieden? Ich bekomme nicht das Geld, das ich wert bin. Okay. Bekommst du 0 Dollar. So, hast du jetzt davon. was noch? Überlegt ab, könnten wirklich mehr Mülltonnen gebrauchen. Im Moment gibt es ganz schön viel zu tun. Keine Bezahlung, keine Arbeit. Was? Freundchen, ich bezahle dich. Meistens. Energie geht wieder hoch, okay. Pass auf, wir stellen mal einen Kehrmeister noch ein. So. Kann nicht schaden. Ne? Weil noch ein Kehrmeister sind doppelt so viele. Oh, Verkäufer, genau. Erstmal fortbilden hier. Heißt, du bekommst eine Fortbildung und du bekommst eine Fortbildung von mir. Du hast instant eine Fortbildung, aber du im Personalgebäude bist. Okay. Ich könnte mehr Geld gebrauchen. Okay. So. Achso, ja, so ist einfacher. Mach mal hier 90. So. Dann Techniker. Was hast du? War viel zu tun. Ich bin so müde. Ich finde, ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Okay. Was denn? 5 Dollar mehr. Soll er sich mal nicht anstellen. Hausmeister. Ja gut, da müssen wir warten, ne? Bis zum 5. März. Okay. So, jetzt haben wir schon mal eine kleine Kleinstadt. Oder so ein kleines Dorf oder wie man das auch immer beziffern möchte. Ist unzufrieden. Hä, warum? Ich brauche sofort eine Pause. Ja, dann mach doch eine Pause. Stufe fähig. Arbeitslast hoch. Oh, jo, 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 jo. Wir stellen mal noch einen Techniker ein. Stimmt. Ein Techniker für so viele Attraktionen ist ein bisschen heftig. Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Heißt, ja, warte mal. Da müssen wir aber dem eigentlich auch. Ne, wir müssen jetzt erstmal unseren Kehrmeister. Genau, unseren Kehrmeister müssen wir jetzt erstmal auf Lehrgang schicken. Wieso gehe ich zu Verkäufer? Weiß ich noch nicht so ganz. Personal, Hausmeister hier. Achso, den kann ich noch. 11. März. Entschuldigung, ich hatte mich verlesen. Genau, 11. März, Jahr 5. Okay. Kleiner Fehler. Kann ja unterkommen. Kann ja passieren. Ah, schön. Die Lampen hatten wir ausgerichtet. Sehr schön. Ja, ich bin damit zufrieden. Ich bin da echt mit zufrieden. Also, heißt, in der nächsten Folge würde ich dann das Gebäude hier, erstmal nur dieses Gebäude, ein bisschen nach hinten strecken. Okay, die Arbeiten am Dach waren jetzt, ja, sagen wir mal, ein bisschen überfällig. Nein, überflüssig. Überflüssig ist, glaube ich, das richtige Wort. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Verschleiß. Okay, Verschleiß ist komplett grün. Verschleiß ist auch hier komplett grün. Da machen wir einfach mal eine Überholung, weil da jetzt gerade was kaputt gegangen ist. Ne? So. Ja, jetzt können wir endlich, pass auf, unseren Kehrmeister fortbilden. Und dann bekommt er nämlich 70 Dollar. Der Demarcus. Demarcus kommt aus Boston. Schön. Okay, wir haben letzten Monat ziemlich viel Minus gemacht. Oh. Ja, da müssen wir uns dann mal in der nächsten Folge vielleicht auch mit beschäftigen, warum das so war. Oder wir müssen noch eine Attraktion bauen. Könnte sein.
Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.